Ich freue mich sehr, jetzt Burkhard Fassbach ankündigen zu dürfen. Und es gibt ein Wort, Herr Fassbach, hören Sie mich? Ja, Ja. hören Ja. Sie Es gibt ein Wort, das zum Herrn Fassbach sehr gut passt und das freut uns natürlich hier sehr in Linz. Das ist nämlich, er ist Wunschösterreicher. Er ist kein Wahlösterreicher, sondern Wunschösterreicher. Was es damit auf sich hat, das darf er Ihnen gerne selbst erzählen. Ansonsten darf ich vielleicht noch kurz einleiten. Seit mehr als 20 Jahren als Rechtsanwalt zugelassen, ist hier bei Schneiders und Behrendt Rechtsanwalt und Patentanwälte. Herr Fassbach hat langjährige Erfahrung im Bereich Corporate Compliance, Whistleblowing-Systeme, interne Untersuchungen zur Organhaftung, zu Directors and Officers Liability, Versicherungen. All das macht ihn aus. Ihn macht es aber auch aus, dass er ein sehr lustiger, witziger Mensch ist. Wir haben das in unseren Vorgesprächen auch erfahren dürfen. Herr Fassbach, Sie scheinen sich auf hoher See zu befinden. Ihr Bild wandert hin und her, als ob Sie auf einem Schiff mit hohem Wellengang wären. Jetzt ist es, glaube ich, etwas ruhiger. Die Ruhe brauchen wir auch für Ihren Vortrag, weil wir kommen ja jetzt direkt in die Anatomie des Menschen oder vielmehr noch gesagt ins Herz hinein. Stoßen Sie bitte dort gerne rein mit Whistleblowing als die Herzkammer gut funktionierender Compliance-Systeme. Und vielleicht wollen Sie ja auch den Zuschauerinnen und Zuschauern kurz erklären, warum Sie denn Wunschösterreicher sind. Ja, zunächst mal herzlichen Dank für die freundliche Aufnahme an die Rosa Elefanten, aber auch an die Gründer, den Vorstand und den Aufsichtsrat der Akarion AG. Ja, meine große Liebe zu Österreich, das ist begründet, der Ort war und da hat eigentlich fast besser gefallen als in Frankfurt am Main. Wir starten aber jetzt mal mit Whistleblowing in medias res und kommen zum ersten Slide. Bitte weiterblättern. Genau. Rolf Raum, das ist in Deutschland der Vorsitzende Richter beim ersten Strafsenat des Bundesgerichtshofs. Der hat mal einen Vortrag gehalten beim Deutschen Institut für Compliance. Und das Thema war, wie er sich ein Compliance-Management-System im Unternehmen vorstellt. Und die zentrale Kernbotschaft aus meiner Sicht war, dass er gesagt hat, Hinweisgebersysteme und Compliance-Ombudsleute sind unverzichtbare Elemente eines funktionierenden Compliance-Management-Systems. Für Mitarbeiter müsste die Möglichkeit der geschützten Meldung jenseits des klassischen Hierarchieweges bestehen. Zum Compliance-Management-System gehören natürlich noch weitere Elemente. Tone at the top, Tone from the top hatten Sie ja schon erwähnt. Dann eine permanente Risikoanalyse, die branchenbedingt erfolgen muss, ist im Einzelhandel anders als bei einem international agierenden Rüstungskonzern. Dann allerdings auch eine Konsequenz in der Ahndung. Man kann es so zusammenfassen, es gilt die Compliance-Trias Prevent, Detect, Respond. Das Landgericht München hat es im Siemens-Neubürger-Urteil so auf den Punkt gebracht. Aufklären, wir hatten ja schon Kant erwähnt, abstellen von Compliance-Verstöße und dann aber auch ahnden. Müssen wir auch gar nicht warten, die EU-Whistleblower-Richtlinie umgesetzt ist, weil Compliance- und Hinweisgebersysteme sind jetzt schon wichtig. Ich habe heute die Süddeutsche Zeitung gelesen und da gab es folgende Schlagzeile: Der Freistaat Bayer setzt auf eine Hinweisgeberplattform gegen Korruption im Gesundheitswesen. Durch Betrug entsteht im Freistaat jedes Jahr ein finanzieller Schaden in Millionenhöhe. Anonyme Hinweise sollen das verhindern helfen. Deshalb selbst der Herr Söder ist schon drauf gekommen, dass er nicht abwarten muss, bis die EU-Whistleblower-Richtlinie umgesetzt wird, sondern diese Compliance-Verstöße müssen jetzt schon aufgeklärt, abgestellt und geahndet werden. So viel zur Einleitung, dann kommen wir zum nächsten Slide. Bitte umblättern. Genau.
Es ist natürlich eine Aufgabe, die in allererster Linie die Geschäftsleitung des Unternehmens trifft. Die Geschäftsleitung hat die Pflicht, bei einem begründeten Verdacht von Compliance-Verstößen eine interne Ermittlung einzuleiten und den Sachverhalt aufzuklären. Genau das beispielsweise hat der Vorstand der Volkswagen AG im Fall Dieselgate nicht getan und wurde deshalb vom Aufsichtsrat der Volkswagen AG auf Schadenersatz in Anspruch genommen. Einer der größten Managerhaftungsfälle in Deutschland bisher. Was ist jetzt die kritische Verdachtsschwelle, um überhaupt so eine interne Compliance-Untersuchung einzuleiten? Die hängt natürlich von der Authentizität und Schlüssigkeit der Hinweise ab, aber natürlich auch für die Schwere der Folgen für das Unternehmen im Falle einer Bestätigung der Verdachtsmomente. Das war, um das Beispiel VW wieder anzuführen, der Schaden lag bei über 30 Milliarden Euro. Das sind, mein Kollege Dr. Weimann aus Berlin sagt immer, das sind auch volkswirtschaftliche Dimensionen und das hätte durch ein effektives Whistleblowing-System verhindert werden können. Ja, was ist, wenn der Geschäftsführer, der Vorstand untätig bleibt? Bei Untätigkeit besteht das Risiko der persönlichen Haftung. Und die gilt für Vorstände nach § 93 Aktiengesetz. Unbeschränkt haften die mit ihrem Privatvermögen, gilt aber auch für die GmbH-Geschäftsführer. Also das ist zunächst mal der Ordnungsrahmen aus dem Gesellschaftsrecht. Jetzt bitte umblättern. Wir kommen jetzt zur EU-Whistleblower-Richtlinie. Die Richtlinie wurde von der Europäischen Union verabschiedet, schon im Jahr 2019. Und ich habe Ihnen hier unten links einen Link gegeben. Da können Sie die ganze EU-Whistleblower-Richtlinie in deutscher Sprache im Volltext abrufen, auch mit Begründung und dem Begründungstext. Und wir springen jetzt in die rechte Ecke. Bundesjustizministerium in Deutschland hat dann einen Referentenentwurf vorgelegt. Das Baby wurde getauft, Hinweisgeberschutzgesetz, und wurde im Januar 2021 vorgelegt. Damit sollte diese EU-Whistleblower-Richtlinie vom deutschen Umsetzungsgesetzgeber in deutsches Recht umgesetzt werden. Stichtag ist der 17. Dezember. Dazu wird es allerdings nicht kommen, weil sich die Große Koalition in Deutschland auf diesen Referentenentwurf des Bundesjustizministeriums nicht einigen konnte, sodass dieses ganze Thema zu 100% in der nächsten Legislaturperiode von der nächsten deutschen Bundesregierung in Angriff genommen wird. Warum? Weil Deutschland sonst ein EU-Vertragsverletzungsverfahren droht. Die Richtlinie muss also sowieso umgesetzt werden. Jetzt bitte weiterblättern. Wir gehen jetzt mal in medias res. Was besagt diese Richtlinie, die dann in Deutschland umgesetzt werden muss, in Österreich ja auch? Und die Schweiz ist ja kein EU-Land, aber dazu wird uns Herr Professor Krauskopf später noch was sagen. Alle Unternehmen mit mehr als 50 Beschäftigten, juristische Personen des öffentlichen Sektors, aber auch Gemeinden ab 10.000 Einwohnern, werden dann verpflichtet, zuverlässige Meldekanäle einzurichten. Das ist die große Herausforderung. Wir gehen aber jetzt die einzelnen Punkte durch. Der sachliche Anwendungsbereich des deutschen Gesetzes, der geht weit über diese EU-Richtlinie hinaus, zumindest nach dem Entwurf des Bundesjustizministeriums, weil alle Verstöße gegen europäisches und deutsches Recht erfasst werden. Das sind also Straftaten, Ordnungswidrigkeiten. Warum? Weil ja die Geschäftsleitung eines Unternehmens dafür Sorge zu tragen hat, dass aus dem Unternehmen heraus keine mitarbeiterbezogenen Straftaten oder Ordnungswidrigkeiten begangen werden. Und das umfasst natürlich den gesamten Ritt durchs Strafgesetzbuch. An dieser Stelle konnte sich die Große Koalition in Deutschland nicht einigen.
Meine Parteifreunde von der CDU wollten das auf EU-Recht beschränken, wobei ja die Legalitätskontrollpflicht der Organwalter im Unternehmen ohnehin sowieso alle Straftaten und Ordnungswidrigkeiten erfasst. Das war also eigentlich nur ein symbolischer Streit. Man konnte sich, wie gesagt, nicht einigen. Ich gehe davon aus, dass die nächste Bundesregierung, wo ja die SPD sehr wahrscheinlich in der Führung steht, mit den Grünen die EU-Richtlinie sehr weit umsetzen wird in ein deutsches Hinweisgeberschutzgesetz. Wie müssen diese Meldekanäle jetzt konzipiert werden? Die müssen so eingerichtet und betrieben werden, dass die Vertraulichkeit der Identität des Hinweisgebers, aber auch dritter Personen, die in der Meldung erwähnt werden, gewahrt bleibt und nicht befugten Mitarbeitern der Zugriff darauf verwehrt wird. Wie kann man das in der Praxis umsetzen? Dazu werden uns ja dann auch die Kollegen von Whistletech später was erzählen. Da sind natürlich die digitalen Hinweisgebersysteme ideal, weil die auch vorsehen, dass es ein Berechtigungskonzept gibt, also ein Case Management in der Compliance-Funktion oder beim Ombudsmann, sodass eingehende Hinweise nicht gleich in den Flurfunk des Unternehmens gegeben werden. Zentral ist, es wurde ja eingangs schon gesagt von den rosa Elefanten, EU-Whistleblower-Richtlinie bedeutet natürlich in erster Linie Schutz des Hinweisgebers. Also alle Informationen, aus denen die Identität des Hinweisgebers direkt oder indirekt abgeleitet werden kann, unterliegen dann auch dem Vertraulichkeitsgebot. Dann müssen natürlich alle Hinweise, die eingehen, dokumentiert werden. Warum? Wir sind das größte Compliance-Testlabor der Welt in Deutschland mit den großen Fällen Cum-Ex, Dieselgate und Wirecard. Und man hat festgestellt in den Bundestagsuntersuchungsausschüssen, dass es beispielsweise bei Wirecard und bei Cum-Ex tatsächlich eingehende Hinweise gab. Sie wurden halt von den zuständigen Mitarbeitern nur nicht bearbeitet. So, und deshalb ist diese Dokumentation wichtig, um dann später auch die Verantwortlichkeiten zu klären. Und wie könnte man Hinweise, die eingehen von Whistleblowern, besser dokumentieren als durch ein digitales Hinweisgebersystem? Jetzt blättern wir mal um. So. Der Whistleblower, der muss dann auch nach Eingang einer Meldung eine Eingangsbestätigung bekommen und es müssen Folgemaßnahmen durchgeführt werden. Das heißt, man kann die Hinweise nicht einfach in die Schublade legen und unbearbeitet lassen. Warum muss diese Eingangsbestätigung geben oder auch dann später noch eine Rückmeldung an den Whistleblower? Weil es natürlich für den Whistleblower sehr frustrierend ist, wenn er in eine Blackbox berichtet. Er gibt also seinen Hinweis ab und hört danach nie wieder etwas davon. Das heißt, die EU-Whistleblower-Richtlinie sieht eigentlich ausdrücklich vor, dass es einen Dialog gibt mit dem Hinweisgeber und sogar auch physische Treffen mit dem Hinweisgeber möglich sein sollen. Wer soll die Hinweise aber bearbeiten? Die Unabhängigkeit der Funktion von Personen oder Unternehmensabteilungen, die Meldungen entgegennehmen und Folgemaßnahmen ergreifen, die muss gewährleistet sein. Das ist eine große Herausforderung, insbesondere im KMU-Sektor. In Deutschland weit verbreitet ist die Institution der Compliance-Ombudsleute. Das sind externe Anwälte, die im Auftrag des Unternehmens handeln, die Hinweise entgegennehmen und auf jeden Fall unabhängig sind. Das ist leider bei Unternehmen nicht immer gewährleistet. Das heißt, die Compliance-Funktion muss auf jeden Fall im Unternehmen unabhängig sein. Das ist die größte Herausforderung, die sich den Unternehmen stellt. Dann ist immer wieder in der Kritik Denunziantentum, Stasi, Gestapo. Das kann allerdings
aus der Praxiserfahrung, alle großen DAX-Konzerne haben das ja schon in Deutschland, und aus Studien, die es dazu gibt, nicht hergeleitet werden. Der Whistleblower ist nur dann geschützt, wenn er zum Zeitpunkt der Meldung angesichts der Umstände und der verfügbaren Informationen hinreichenden Grund zu der Annahme hat, dass die von ihm gemeldeten Sachverhalte der Wahrheit entsprechen. Das heißt im Umkehrschluss, der Whistleblower erhält natürlich keinen Schutz, wenn er im Zeitpunkt der Meldung willentlich und wissentlich falsche oder irreführende Informationen gemeldet hat. Ich möchte das an dieser Stelle nochmal ganz ausdrücklich hervorheben. Natürlich ist es theoretisch denkbar, dass diese Meldesysteme missbraucht werden können. Dazu gibt es allerdings keine Anhaltspunkte aus Studien, dass das dazu führt. Vorwurf, Denunziantentum wird gefördert durch diese Systeme. Dazu ist Folgendes zu sagen, zum Stasi-Vorwurf. Natürlich macht Whistleblowing und Whistleblowing-Systeme nur in einer wertebasierten Organisation Sinn und ist auch nur in einer wertebasierten Organisation sinnstiftend. Und die Stasi und die Gestapo war ja genau das Gegenteil einer wertebasierten Kultur. Und da haben die rosa Elefanten ja schon schöne Ausführungen gemacht zur Kultur. So, zu diesen Hinweisen ist zu sagen, das sind oftmals ernste Vorgänge. Denken Sie nur an Behauptungen von Kartellrechtsverstößen oder Fälle schwerster Korruption. Da wird dann auch natürlich in den Hinweisen Ross und Reiter benannt. Es gilt aber, wie sollte es auch anders sein im Rechtsstaat, für die betroffenen Personen die Wahrung der Unschuldsvermutung. Es gelten natürlich die Verteidigungsrechte und es gilt das Recht auf Anhörung. Andererseits muss natürlich auch der Whistleblower geschützt sein. Der Begriff Repressalie ist weit gefasst. Das schließt also nicht nur Kündigungen ein, erfasst ist auch Versagung der Beförderung, Aufgabenverlagerung, Strafversetzung, Gehaltsminderung, Nötigung, Einschüchterung, Mobbing, Ausgrenzung. Das geht bis hin zur Einweisung in die Psychiatrie, die auch verboten ist. Gab es leider schon, dass in Deutschland selbst Finanzbeamte, die als Whistleblower sich betätigt haben, psychiatrisch untersucht wurden. So, jetzt geht's weiter. Wir nähern uns jetzt auch schon dem Ende der EU-Whistleblower-Richtlinie. Nächste Slide. Das beste Whistleblowing-System hilft überhaupt nichts, wenn es nicht kommuniziert wird. Das heißt, das Unternehmen hat ein Whistleblowing-System, die Mitarbeiter kennen es aber nicht und die Geschäftspartner kennen es auch nicht. Wer darf sich überhaupt beim Whistleblowing-System melden? Im Idealfall natürlich die eigenen Mitarbeiter, aber natürlich auch die Mitarbeiter von Kunden, Zulieferern oder letztlich jedermann. Das kann also auch die Ehefrau desjenigen sein, desjenigen Mitarbeiters sein, der in die Firmenkasse greift. So, und diese Unternehmen müssen diese Information über das Hinweisgebersystem, die Möglichkeit der Meldung, leicht zugänglich informieren und auch verständlich Informationen liefern. Und diese Compliance-Informationen sind absolut zwingend. Was gehört alles zu diesen Informationen? Auf jeden Fall natürlich Datenschutz. Dazu wird es später noch einen Vortrag geben. Dazu gehört auch eine Unternehmensrichtlinie zu dem Hinweisgebersystem. Dazu hat der Dr. Matthias Lachenmann gerade ein Formularhandbuch herausgegeben im CR Beck Verlag, Datenschutzrecht. Da sind solche Musterformulare drin für die Unternehmensrichtlinie, für die Datenschutzrichtlinie. Aber auch wichtig ist eine Betriebsvereinbarung. Man muss den Betriebsrat einbinden, weil ein solches Hinweisgebersystem mitbestimmungspflichtig ist. Und man muss von Anbeginn den Datenschutzbeauftragten auch einbeziehen. So,
ganz entscheidend ist, der Whistleblower muss Vertrauen haben in dieses Hinweisgebersystem, welches das Unternehmen zur Verfügung stellt. Warum? Er kann ja auch auf die Idee kommen, er wendet sich direkt an die Behörden. In Deutschland haben alle Landeskriminalämter, das Bundeskartellamt und die BaFin bereits im Hier und Heute Whistleblowing-Systeme im Einsatz, wo man sich auch anonym melden kann. Also steht der Whistleblower an einer Weggabelung. Soll er sich direkt an die Behörden wenden oder soll er sich an den internen Unternehmenskanal wenden? Dazu gab es oder gibt es bis heute noch eine Rechtsprechung in Deutschland vom Bundesarbeitsgericht. Es entspricht also der Treuepflicht des Arbeitnehmers, dass er die Vorgänge zunächst intern klärt. Der Arbeitnehmer darf also nach ständiger Rechtsprechung nicht an die Behörden sich wenden. Das wird sich aber ändern und das ist der große Gamechanger. Da hat sich das Europäische Parlament durchgesetzt. Die Hinweisgeber genießen auch Schutz gegen Repressalien dann, wenn sie sich unmittelbar an die Behörden wenden. Das heißt, die Unternehmen stehen mit ihren eigenen Hinweisgebersystemen im unmittelbaren Wettbewerb mit den Behörden. Und Herr Dr. Nico Herold wird Ihnen nachher noch erklären, wie dieser Wettbewerb von den Unternehmen gewonnen werden kann. Das geht natürlich in erster Linie mit Vertrauen. Wenn der Whistleblower den Verdacht hat, dass führende Mitarbeiter oder sogar die Geschäftsleitung womöglich sogar selbst in die Compliance-Verstöße verwickelt sind, involviert sind und es gibt auch keinen vorstandsunabhängigen Meldekanal zum Aufsichtsrat, wie es übrigens in den USA, Mutterland des Whistleblowings, vorgeschrieben ist, bei börsennotierten Gesellschaften, ja, dann darf der Whistleblower natürlich schon im Hier und Heute sich an die Behörden wenden. Es gab einen Fall eines Apothekers in Bottrop, da hat der Whistleblower festgestellt, dass der Apotheker Krebsmedikamente gestreckt hat, also in der Folge wirkungslos, hat sich dann natürlich direkt an die Behörden gewandt, weil den Apotheker hätte er ja nicht über diesen Verdacht informieren können. Der Apotheker hat die Krebsmittel ja selber gestreckt. Also das ist der große Gamechanger. Der Whistleblower hat die freie Wahl, geht er direkt zur Behörde oder ist natürlich besser, er wendet sich erstmal an das Unternehmen selbst, weil das Unternehmen dann auch den Vorgang intern klären kann. Das ist auf jeden Fall anzuraten. Und deshalb müssen Sie als Geschäftsführer, als Compliance Officer für Ihre Whistleblower-Hotline Sorge tragen und gegebenenfalls sogar, wir werden sehen, ob das kommen wird, einen vorstandsunabhängigen Whistleblowing-Kanal alternativ direkt zum Aufsichtsrat schalten. Wenn der Whistleblower also bei der Hotline anruft, dann wird er gefragt, den Compliance-Ombudsmann sprechen, dann drücken Sie die 1. Wollen Sie mit der Compliance-Abteilung sprechen, dann drücken Sie die 2. Wenn Sie allerdings Anhaltspunkte haben, dass vielleicht die Geschäftsleitung involviert ist, dann drücken Sie die 3 und Sie landen beim Prüfungsausschuss des Aufsichtsrats. Ob sich diese vorstandsunabhängigen Hinweisgebersysteme durchsetzen in Deutschland, muss man abwarten, wird allerdings von führenden Experten in Deutschland dringend gefordert. Man hat dann also eine Whistleblower-Hotline an die Compliance-Funktion, die an den Vorstand und die Geschäftsleitung angedockt ist, und daneben noch eine Hotline, die beim Prüfungsausschuss des Aufsichtsrats, beim Audit Committee landet. Ja, so. Herr Fassbach, vielen Dank. Ich darf Sie bitten, jetzt die letzten 2-3 Minuten noch gerne für einen Inhalt zu verwenden. Ich möchte ganz kurz eine Frage vorwegnehmen, die von der Frau Valenta kam. Wie ist der aktuelle Stand der Umsetzung in Österreich? Man muss es leider kurz und knackig sagen, wir wissen es nicht. Österreich wird sich hier eher gemütlich verhalten, wie so oft bei der Umsetzung von Richtlinien. Also jetzt ist einmal der aktuelle Stand.
dass bis Mitte, Ende November ein Entwurf vorliegen sollte. So, Herr Fassbach, die Zeit, die ich Ihnen gestohlen habe, die holen Sie sich gern wieder zurück. Drei genau. Minuten bitte noch gerne. Wir gehen jetzt im Sauseschritt durch. Wie gesagt, Betriebsrat muss eingebunden werden, ist mitbestimmungspflichtig. Allerdings haben ja viele Unternehmen, auch kleinere Unternehmen, die haben überhaupt keinen Betriebsrat. Dann kommt das da natürlich nicht in Betracht. Nächste Slide, bitte. Nächste Slide. Einmal umblättern. So. Was ist jetzt Best Practice? Also zunächst mal brauchen Sie Richtlinien, Compliance-Richtlinien, Unternehmensrichtlinie, Datenschutzrichtlinie, Betriebsvereinbarung, die dieses Verfahren rechtssicher und transparent abbilden. Für kleinere Unternehmen macht es Sinn, dass man auch einen Compliance-Ombudsmann zum Einsatz bringt. Das ist ein Vertrauensanwalt, der ist im Auftrag des Unternehmens tätig, gilt auch, ist als Meldekanal nach der EU-Richtlinie anerkannt. Der nimmt die Hinweise entgegen und prüft die auch auf Stichhaltigkeit und Plausibilität und gibt der Geschäftsleitung dann entsprechend Handlungsempfehlungen. Wenn man einen Mitarbeiter im Unternehmen, der nicht vorgebildet ist, der vielleicht kein Jurist ist, per Ritterschlag zum Compliance Officer macht, wie das in kleinen Unternehmen oft der Fall ist, dann hat der oftmals nicht den Überblick, eingehende Hinweise einzuschätzen und zu prüfen. Insofern ist es gerade für kleine und mittlere Unternehmen ratsam, drüber nachzudenken, ob man einen Compliance-Ombudsmann zum Einsatz bringt. Das ist nicht der Anwalt des Whistleblowers, das muss ich ausdrücklich sagen. Es besteht aber aus dem Vertragsverhältnis zwischen dem Unternehmen und dem Vertrauensanwalt-Ombudsmann eine Schutzwirkung zugunsten des Whistleblowers. In Amerika gibt es schon Rechtsanwälte, die sind spezialisiert auf Whistleblower. In Deutschland haben wir diesen Fachanwalt für Whistleblowing noch nicht. In Amerika gibt es allerdings auch Belohnungen für Whistleblower. Also 10, 20, 30% der Geldbuße, die gegen das Unternehmen ausgesprochen wird, landet dann als Belohnung an den Hinweisgeber. Die Börsenaufsichtsbehörde SEC hat neulich kundgetan, dass in diesem Belohnungsprogramm schon über 1 Milliarde US-Dollar an Whistleblower ausgekehrt wurde. In der Spitze hat ein Wall Street Whistleblower für Geschäftspraktiken einer Investmentbank in Manhattan über 100 Millionen Belohnung bekommen. Ob sich diese Belohnungen in Deutschland durchsetzen, großes Fragezeichen. Aber es fördert natürlich die Meldebereitschaft, wenn es Geld gibt. Dazu wird Ihnen aber auch Herr Dr. Herold noch was sagen, weil auch die deutschen Behörden sind ja drauf gekommen und viele Zuschauer haben wir ja heute in unserem Webinar auch aus der Schweiz, dass die deutschen Finanzbehörden in der Schweiz die sogenannten Steuersünder-CDs gekauft haben und den Whistleblowern dafür auch Millionen gegeben haben, die man dann natürlich wieder um ein Zigfaches reinbekommen hat, weil man dann in Deutschland die Steuersünder angegangen ist. Ganz zentral ist die Information, das haben die rosa Elefanten ja schon auch erklärt, ein Whistleblowing-System macht nur Sinn, wenn wir eine Speak-up-Culture im Unternehmen verankern. Die Mitarbeiter dürfen also keine Angst haben. Es darf kein Klima der Angst geben, wie in Nordkorea, sondern es muss ein Vertrauen da sein und die Geschäftsleitung muss die Mitarbeiter spüren lassen, dass Compliance ernst genommen wird und dass das auch kein Papiertiger ist. Und ja, Speak-up-Culture, Herr Fassbach, ich habe es Ihnen wie allen anderen Vortragenden auch angekündigt. Ich muss leider ein strenger, unguter Moderator sein. Ich gebe Ihnen jetzt noch gerne eine Minute, aber bitte, die okay. Zeit läuft. Ich bin auch eigentlich schon fertig. Diese digitalen Hinweisgebersysteme sind sehr wichtig. Warum?
weil wir in der digitalen Welt leben und weil es einfach der Erwartungshaltung entspricht, dass man so einen Hinweis auch übers iPhone abgeben kann. Deshalb wird das die Zukunft sein. Das ist jetzt auch mein abschließendes Wort. Diese digitalen Hinweisgebersysteme sind bei den Landeskriminalämtern und den DAX-Konzernen im Einsatz. Und meine Prognose ist, sie werden sich auch im KMU-Segment rasant verbreiten, weil man damit natürlich auch die Dokumentationspflichten erfüllen kann, ein gutes Rechtekonzept implementieren kann, hin zum Case Management und die Möglichkeit hat, mit dem Hinweisgeber zu kommunizieren, Zwei-Wege-Kommunikation, und der Fallbearbeiter, der Compliance Officer oder der Compliance Ombudsman bei einer solchen Kommunikation noch nicht mal die Identität des Hinweisgebers kennt. Dazu werden dann aber die Kollegen von Whistletech später noch mehr ausführen. So, dazu passend, Herr Dr. Fassbach, genau dazu passend, darf ich eine Frage aus dem Publikum kurz an Sie weiterreichen. Ja. Und zwar die Frage, ob ein Ombudsmann daher reicht, hier die Vertraulichkeit bzw. die Anonymität zu gewährleisten. So, das ist jetzt eine sehr gute Frage. Ich habe ja gesagt, der Compliance-Ombudsmann wird bestellt vom Unternehmen. Er ist also, er hat ein Mandatsverhältnis zum Unternehmen hin. So, jetzt hat das Bundesverfassungsgericht in der Jones-Day-Entscheidung entschieden und auch es gibt auch einen Beschluss des Landgerichts Bochum, dass die Staatsanwaltschaften bei dem Ombudsmann Durchsuchungen vornehmen können und auch beschlagnahmen können mit dem Ziel oder mit dem Zweck, die Identität des Whistleblowers zu erforschen. Warum ist das so? Die Rechtsprechung sagt, es besteht kein Mandatsverhältnis und es besteht auch kein mandatsähnliches Verhältnis zwischen dem Compliance-Ombudsmann, dem Vertrauensanwalt und dem Whistleblower. So, und deshalb ist Best Practice in Deutschland, dass selbst die Compliance-Ombudsleute mit diesen digitalen Systemen arbeiten. Warum? Weil nämlich dann die Anonymität des Whistleblowers gewährleistet ist. Und das Bundeskartellamt sagt das wunderbar, selbst wenn man so ein anonymes System hat, digitales System, dann muss der Whistleblower natürlich selbst darauf achten, dass er keine Informationen preisgibt, aus denen er enttarnt werden kann. Ja? Also das ist natürlich ein ganz entscheidender Hinweis. In der Praxis ist es leider bei kleinen Unternehmen so, wenn Sie eine anonyme Meldung machen, die einen bestimmten Vorgang betrifft, dann kann sich die Compliance-Funktion oder die Geschäftsleitung leicht denken, das kann doch eigentlich nur der Herr Müller wissen, weil alle anderen Unternehmen können das gar nicht wissen, sodass praktisch die Anonymität an dieser Stelle faktisch durchbrochen wird. Aber deshalb, wie gesagt, Best Practice wegen dieser Rechtsprechung, das Netz mit doppeltem Boden, so hat das mal ein Kollege genannt, digitales Hinweisgebersystem in Verbindung mit dem Compliance-Ombudsmann, das ist dann für den Hinweisgeber das Allersicherste. Und nochmal zum Datenschutz, wir werden es aber auch später hören, wenn man frei sich meldet, mit offenem Visier kämpft als Whistleblower, dann muss das Unternehmen zu irgendeinem Zeitpunkt den Betroffenen informieren. Und das bedeutet auch Informationen über den Hinweisgeber. Es gibt Auskunftsrechte des Betroffenen nach der Datenschutzgrundverordnung und Informationspflichten des Unternehmens. Dazu gibt es aber später ja noch einen Vortrag. Genau. Lieber Burkhard Fassbach, vielen herzlichen Dank.